Wir sind wieder mitten im Wahlkampf und es gibt einen großen Unterschied zum Jahr 2017. Jetzt reden nämlich wirklich alle übers Klima und wirklich alle über die Energiepolitik. Gleichzeitig, auch das werden Sie bemerkt haben, sagen immer mehr Expertinnen und Experten und es gibt immer mehr Stimmen aus der Wissenschaft, die sagen, Maßnahmen, wir brauchen konkrete Maßnahmen, Finanzierungsvorschläge. Es kommt darauf an, jetzt zu handeln. Wir sind die letzte Generation, die das Ruder noch herumreißen kann. Und deshalb beginnen wir dieses Trendforum von Österreichs Energie auch mit Stimmen aus der Wissenschaft. Film ab. 3773 Tage bis 2030. Wie erreicht Österreich die Klima- und Energieziele? Wir haben Expertinnen und Experten gefragt, was dazu getan werden muss. Warum brauchen wir so rasch einen Fahrplan zum Ausstieg aus fossiler Energie? Die Erderwärmung und die Veränderungen des Klimas unseres Planeten verwandeln die Welt, wie wir sie kennen. In den letzten zwei Jahrzehnten wurden die 18 wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen registriert. Das Eis, der Antarktis, die Gletscher schmelzen immer schneller und auch der Meeresspiegel steigt jährlich weiter an. Umweltkatastrophen und extreme Wetterereignisse wie Brände, Hitzewellen oder Fluten werden immer stärker und häufiger. Die Existenz von Millionen Menschen und die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten sind direkt bedroht. Und der Hauptgrund für diese dramatischen Entwicklungen sind die Treibhausgasemissionen, die durch die Verbrennung fossiler Energieträgern entstehen. Deshalb ist es eine absolute Notwendigkeit, dass wir sofort und entschlossen zum Schutz des Klimas handeln und vor allem beim Ausstieg aus fossiler Energie aufs Tempo drücken. Welche Maßnahmen müssen umgesetzt werden, um die Ziele bis 2030 zu erreichen? Wir müssen ehrlich dazu sein, dass es in Österreich nicht wirklich im Moment darum geht, eine Umstellung zusammenzubringen. Wir wollen beharren in vielen Dingen und dieses Beharren ist schlecht, weil nicht nur aus dem Grund, damit wir weniger CO2 ausstoßen, sondern vielmehr darum, damit wir die Vorreiter sein können, bei denen andere zuschauen können, wie es gehen könnte. Daher brauchen wir Vorzeigeregionen und diese Vorzeigeregionen sind umsetzbar. Und ich denke, dann ist in Österreich sehr viel erreicht. Was fordern und erwarten Sie konkret von der Politik? Die Rahmenbedingungen, die jetzt gesetzt werden müssen, würde ich subsumieren unter den drei Kategorien. Einerseits die Preise korrigieren, dass diejenigen, die die Kosten verursachen, auch die Kosten tragen. Ordnungspolitische Maßnahmen, dass Verhalten oder Technologien, die gesellschaftlich nicht gewünscht werden, verboten werden, eingeschränkt werden, langsam auslaufen lassen. Und als drittes ist politische Leadership. Im Sinne von mit gutem Beispiel vorangehen, der öffentliche Sektor geht mit gutem Beispiel voran und Politiker übernehmen Verantwortung so, dass sie der wissenschaftlichen Evidenz von dem, was nötig ist in der Klima- und Energiepolitik, dass die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, dass eine Orientierung, trotzdem eine Orientierung an der Fragestellung, welche Bedürfnisse zum Beispiel bei Wohnen oder Mobilität muss ich erfüllen, eine gute Orientierung ist, um politische Maßnahmen zu setzen. Und daraus leiten sich dann also auch konkret Reformbedarfe auf der politischen Ebene ab. Und die betreffen wiederum ein ganzes Spektrum, sei es also jetzt Förderpolitiken und natürlich also auch eine grundlegende Abgabenreform, die sich an sozial-ökologischen Kriterien orientiert. Um die Klimaziele von Paris einhalten zu können, brauchen wir rasch einen Fahrplan zum Umbau des Energiesystems. Wir müssen den Ausstoß an Treibhausgasen reduzieren, den Anteil an Erneuerbaren erhöhen und die Energieeffizienz steigern. Dafür braucht es politisches Leadership, entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen und ein Umdenken der gesamten Gesellschaft. Herzlich willkommen bei Österreichs Energie Trendforum.